Es gleicht fast einer Mission Impossible. Der neue amerikanische Präsident Joe Biden hat bei seiner Antrittsrede versprochen, Amerika wieder zusammenzuführen, vereinigen zu wollen. Das natürlich scheint eine Herkulesaufgabe, denn Amerika war noch nie so gespalten wie jetzt. Das zeigen jetzt auch Umfragewerte. Laut einer dieser Erhebungen glaubt nur jeder fünfte Amerikaner, dass es Joe Biden gelingen wird, Amerika wieder zu versöhnen, praktisch aus den zerrissenen Staaten Amerikas wieder die Vereinigten zu machen. Es gibt weitere auch politische Aufgaben und Projekte, die zu einer weiteren Spaltung Amerikas führen werden. Allen voran natürlich das angestrengte Impeachment-Verfahren gegen den früheren Präsidenten Donald Trump. Dieses Amtsenthebungsverfahren läuft jetzt an, obwohl Donald Trump natürlich das Amt bereits verlassen hat in der Vorwoche. Das Ziel der Demokraten ist bei diesem Verfahren, Donald Trump zur Rechenschaft zu ziehen wegen seiner Aufwiegelung vor dem Sturm auf das Kapitol durch seine Anhänger. Ein zweites Ziel ist durchzusetzen, dass Donald Trump nie wieder kandidieren darf für ein politisches Amt, allen voran natürlich das Weiße Haus. Allerdings, es zeichnet sich ab bei den Republikanern, dass es hier massiven Widerstand gibt gegen eine Verurteilung von Donald Trump. Das Ganze könnte also mehr oder weniger als ein weiteres politisches Theater enden, ohne eine Verurteilung von Donald Trump, und dazu beitragen, dass die Polarisierung in Amerika weitergeht.